Schleimbäume. Du hast 4 Schleimbäume drin, sollst die auch produzieren. Consume Stack of. Ach so, du darfst keine. Ja, okay, warte. Er darf die Stacks nicht aufbrauchen. Und wir haben. Es ist nur ein normaler Exporter. Okay. Also wir brauchen einen besseren Exporter, damit wir 2 Sachen exportieren können. Und dann brauchen wir ganz, ganz viele Setzlinge. Und wir schalten das ganz kurz so ein, dass er auch Stacks aufbrauchen darf. Weil ich glaube, momentan hat er ein bisschen Hemmschwellen, da was zu machen. Oder er ist auch aus. Oh, hallo. Also er hat Hemmschwellen, was zu machen, weil er keine Stacks aufbrauchen darf. So, ich hätte jetzt erstmal gerne einen Precision Exporter. Dafür brauchen wir einen von euch. Und einen so ein Assembly-Ding, so ein goldenes. Ja. Weg mit euch, weg mit euch. Hin mit dir. Precision Export passt, sehr gut. Zeug. Und diese kleine Plattform hier ist echt praktisch. Also vielleicht mache ich das doch so, dass hier so ein schmaler Gang ist, dass man jederzeit in die Zwischenebenen reinfliegen kann. Also warte mal, ich demonstriere. So. Also hier ist ja die Mauer, ne? Wird ja auch runtergezogen. Dum, 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 dum. Nee, hier nicht. Hier ist die Mauer. Du weg, du weg. Du weg, du weg. Aber hier ist die Decke. Da. So. Aber dass man halt hier reinfliegen kann, um dann schnell in die Zwischenebene zu kommen, falls man da mal hin muss. Er muss mir überlegen. Jetzt erstmal Precision Dingensbums da bauen. Du, da, du, weg, du. Du, dreh dich bitte. So. Du exportierst bitte Rubber Saplings und Slimy Saplings. 3 hast du nur. Okay, dann mach das mal auf On und guck dich mal oben um. Wurde da schon ein einziges komisches Schleimding gelegt? Nö. Es wird nichts gelegt. Das heißt, das Ding unten ist auch aus. Oh ne, okay. Arbeitet, arbeitet, arbeitet. Arbeitet aber langsam. Es kann auch gut sein, dass die Schleimdinger einfach gar nicht funktionieren. Und ich hau jetzt die mal weg und hoffe, dass die Setzlinge auch ohne das Ding runterpurzeln. Oh, warte mal. Gab es da überhaupt einen Setzling? Ja, mein Problem. Die scheinen nur Setzlinge zu droppen, wenn sie wirklich mit dem Crook abgebaut werden. Das, ist nicht schön. Gar nicht schön. Hallo, Pigman? Hallo, Weber Regener Pigman. Du bist nicht aggressiv. Könntest du Richtung Portal gehen? Drängel, Drängel. Ich würde dich gerne einmauern. Schubs. Ey, Schubs. Ja, ich könnte dich einfach töten oder darunter schubsen. Was will ich gar nicht. Ich will nicht nur lebendig einmauern. Vertrau mir, es macht Spaß. Geh, 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 geh. Hey. Oh, wurde zurückgeportet. Okay, das war nicht der Plan. Sehr komische Sache. Na gut, das ignorieren wir mal. Und es wurde immer noch kein Schleimbaum gebaut. Aber auch fast nichts an anderem Zeug. Komm her, komische Maschine. Du. Du idelst und arbeitest nicht. Klick. Jetzt hast du Idle auf 5 und arbeitest nicht. Ich komme mit den Maschinen nicht zurecht. Nö, macht nichts anderes. Komisches, komisches Ding. Ich mach den Schalter einfach weg. Du. Klick an und weg mit dir. Idle, 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 idle. Okay. Bauen wir das mal so um. Dann wird er jetzt oben was gesetzt haben. Das heißt, man kann eventuell die Schleimdinger gar nicht setzen mit der Baumfarm.
Schade. Schade, schade, schade. Na gut. Was braucht ihr noch? Wir brauchen jetzt Kabel und andere Kabel. Das heißt, hierhin. Gib mir bitte mehr von den Conduits. Dafür brauchte ich Obsidian. Das heißt, den Extruder-Dingens müssten wir jetzt machen. Ja gut, wir müssten jetzt zwischen genug Iron haben. Richtig, 418 Stück ist genug. Exporter. Dim, dim, dim. Fluid Exporter braucht Precision Exporter. 1, 2. Rein ins System. 1, 2. Und wir haben wieder keine Buckets. Stelle her Buckets. 16 Stück. Bitteschön. Fluid Exporter haben wir da. Dann brauchen wir jetzt ein Bucket. So. Ein Bucket Wasser, ein Bucket Lava. Lava, Lava, Lava. Und wir bräuchten noch einen Fluid Importer, fällt mir gerade auf. Nee, gar nicht, ein Item Importer. Imp. Ding, 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 ding. Ding, ding. Stinknormaler Import Bus. Was? Kabel fehlt, okay. Kabel, Kabel, Kabel. Genug Kabel. Importbus. So. Und ich hätte gerne Kabel mit dabei, damit ich oben die Geschichte machen kann. So, ME-Kabel, genau. Importer dahin. Oh, habe ich Kartoffeln im Inventar und Köpfe und alles weg, 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 weg. Achso, von meiner Tötungsaktion da hinten. Ja, okay. Also Importer, Fluid Exporter, Ignis Extruder. So, du kommst jetzt mal zu den ganz anderen Maschinen. Oh, die da hinten können ja auch noch alle weg. Lalala. Flup, flup. So, weil ihr extra Sales-Dinger seid, kann ich euch nicht mit der Ranch abbauen. Mal diese extra Würste. So. Okay. Das heißt, den Extruder hauen wir jetzt einfach unten ran. Ja. Dann hättest du gerne an der Seite einen Fluid Export Bus. Dahin. Dann hättest du gerne hinten noch einen Fluid Export Bus. Da. So hin. Denn Kabellage. Da, dich da verbinden. Oh, und ein Importer dann vorne? Das geht nicht. Das ist eine doofe Stelle für dich. Also wir können nicht drehen. So. Genau, da geht's rein, da geht's rein. Da ging es raus. Das heißt, wir müssen dich einstellen, dass du zu deiner. Das war falsch. Das war falsch. Wo ist jetzt vorne, wo ist hinten? Ich glaube. Nee. Nee. Bald habe ich keine Möglichkeit mehr. Ah, da. Okay. Ausgang. Kabellage. Richtig, richtig. Okay. Du bist verbunden mit dem ME-System. Du brauchst jetzt nur noch. Bitte stell her Obsidian. Und du export. Oh, wir haben die Buckets gar nicht gefüllt. Ding, 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 ding. Dahin bitte ein Lava Bucket. Danke. Bitte ein Wasser Bucket. Danke. Jetzt nicht verschütten. Du Wasser, Wasser. Ja, das mit der Menge könnte jetzt ein Problem werden. Weil das Ding soll ja auch irgendwann aufhören zu arbeiten, ne? Wobei es ist recht langsam. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 5 Sekunden ungefähr für ein Obsidian. Das ist okay. Oh, Stromprobleme. So viel dazu. Oh. Schnell, 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 schnell. Geh mal dahin.
Und wir brauchen Redstone. Wir brauchen schnell eine Redstone, bevor das System abschmiert. Redstone, gib mir einen Stack. Da. Red. Magma Crucible. Redstone rein. Du, damit rein. Gib mir Stromkabel und die mache ich dann hinten beim ME-System auch noch ran. Weil die Generatoren, die momentan mit dem ME-System verbunden sind, die bleiben ja auch weiterhin da. Also die gehen ja nicht verloren. Das ist schon okay irgendwie. Du dahin. Du so, das reicht schon. No. Geht gut runter. Achso, Frage ist, wo ist die Anbindung? Hier sind überall doofe Generatoren. Ich glaube, da. Also du musst weg. Du bist der ME-Controller, ja. Du musst weg. Ding. Genau auf. Okay. Problem. Das muss jetzt doch alles weg, weil es sind die falschen Conduits. Ding. So. Das heißt, das hier ist alles auch für die Cuts. Kann auch weg. Und der Tank sowieso. Ja. Wir könnten hier einen Mini-Generatorraum machen. Ich glaube, ich setze die Generatoren einfach da hinten mit hin. Ist ja vollkommen egal, wo sie sind. Aber trotzdem, ich hätte gerne wirklich einen kleinen extra Raum später da hinten. Dass, falls ich irgendwas im System anstelle, also mit dem Stromsystem, das ME-System wenigstens immer zugänglich ist. So, ihr habt unten Exporter bekommen. Okay. Haben wir noch Exporter dabei? Ja, 4 Stück. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Komme ich da ran? Ja, okay. Lava. Fluid Export Bus mit Lava. Fluid Export Bus mit Lava. Schön langsam. Die brauchen keine schnellen Befüllungen. Lava. Mit Lava. So. Dann bräuchten die Jungs noch einen Anschluss ans System. Und das klappt jetzt nicht, weil wir nicht genug Kabel haben. Gehen wir doch mal, oder dann fliegen wir doch mal Toastbrot essenderweise zu unserer Kabelherstellung. Da. Wir haben schon wieder kein Redstone. Und Jetpack ist fast alle. So viel dazu, dass es 1,5 Folgen hält. Wobei, ich glaube, das waren jetzt schon wieder 1,5 Folgen. Du, weg. Gib mich Redstone. Redstone. Oh. Moment mal. Das Ding kann 10.000 RF pro Tick transportieren. ME-Controller offline. Warum bist du offline? Kann es sein, dass du das RF gar nicht akzeptierst? Ja, so sieht's aus. Energy stored. Doch, es kommt immer wieder was rein. Wie viele Generatoren haben wir da hinten eigentlich dran? Nicht genug, hä? Ja, daran könnte es echt liegen. Okay, komm. Go. Oh. Das Jetpack-Ding ist gar nicht an. Hover-Mode. Ja, okay. Also jeder Jetpack hat eine eigene Einstellung. Wann er an ist, wann er hovert und wann nicht. Das sollte man sich auch noch merken. So. Mehr Dynamos, die aktiv sind. Was macht das ME-System jetzt? Es ist schon mal an. Es ist nicht zufrieden, aber es ist an. Oder? Ja, ich kann es benutzen. Okay, das ist gut. Ich brauche mehr Exporte. Und zwar fluidige Weise. Und wieder aus. Kaschan! Bau mir bitte Precision X. Kaschan! Ich müsste also irgendwelche Maschinen abzwacken.
Ja, nimm das da mal raus. Kriegen wir jetzt genug Energie? Das ist eine sehr deprimierende Ansicht. Wie alles schwarz ist. Komm. Leb. Zwack einfach mal hier das Kabel ab. So. Bam. Nichts da hinten dürfte jetzt mehr laufen. Und zack, instant voll. Okay, sehr gut. Ich bräuchte Exporter. Nimm, 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 nimm. Da. Precision Exporter. Bau davon mal bitte 4 Stück. Dann hätte ich gerne... Warum sind die Fluid Exporter nicht aufgeführt? Da, Fluid Exporter. Davon bräuchte ich jetzt auch wieder 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Dann bräuchte ich mehr Dynamos. Oh ja, sehr schön. Magmatic Dynamos. So, weiter im Text. Mehr Strom. Strom, 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 Strom. Da. Oh. Da und da. Warum willst du da nicht draufsetzen? Genau. Das sieht sehr komisch aus. Egal. Du guck nach oben, du guck nach oben. Du Lava. Du Lava. Kching, kching. So, mehr Strom. Das ist doch schon mal ein Anfang.